Hey, schön, dass du da bist. Heute zeige ich euch meine Top 10, wobei ich weiß gar nicht, ob es 10 sind. Ich zeige euch heute auf alle Fälle meine Kuscheldüfte. Also Düfte, die einfach sexy, verführerisch, einladend, angenehm für den Partner sind, wo man sich so richtig reinkuscheln will, wo man schmusen will, wo man einfach schöne Stunden zu zweit verbringen möchte. Und die Liste war nicht einfach, das sage ich euch. Es gibt so viele tolle Düfte, die sich gut dafür eignen. Ich bin heute so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass ich mir dachte, wenn man dem Partner sehr nah ist, wenn man intime Momente verbringt miteinander, dann braucht man keinen Beast-Mode-Duft, sondern es soll so sein, dass der Duft einfach angenehm, einladend und verführerisch für den Partner riecht, ohne dass er komplett die Nase taub bekommt, weil der Duft einfach alles überpowert. Oh, mein Vokabular ist heute wieder richtig großartig, merke ich gerade. Egal, falls du zum ersten Mal hier bist und mein tolles Vokabular noch nicht kennst, herzlich willkommen. Ich bin die Leni. Ich spreche über Parfum, fast nichts anderes. Und falls dich das Thema interessiert, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich lade mehrmals pro Woche für euch Content hoch und ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Starten wir mit einem Herrenduft, der wirklich zu meinen absoluten Favoriten gehört. Es ist der Prada Luna Rossa Black von Prada. Genau, habe ich schon gesagt. Und ich finde, auch wenn der Flakon einigermaßen schäbig aussieht, was er, finde ich, wirklich tut, das ist einer der besten Düfte überhaupt. Der ist von der Daniela Andrée kreiert worden, die auch meine Liebling Angélique Noir gemacht hat. Und auch hier haben wir Angelika im Duft. Aber es ist so ein angenehmer, wunderschöner Herrenduft. Der wirkt von den Noten her relativ simpel. Also wir haben Bergamotte, Angelika, Amber und Patchouli, meine ich. Und Kumarin. Kumarin ist so eine Art Tonka-Bohnennote. Synthetisch allerdings. Und der ist einfach himmlisch. Er ist ein bisschen warm, er ist ein bisschen würzig. Er hat diese Angelika-Note, die ihm was total Spannendes gibt. Ich finde, man riecht die Angelika gar nicht mal so distinktiv heraus, sondern man merkt einfach nur, oh, dieser Duft, der riecht irgendwie anders als andere Düfte. Also immer noch brutal gefällig, immer noch total massentauglich. Aber einfach super gut. Der ist so angenehm und der geht nicht nur für den Winter, sondern er geht fürs ganze Jahr. Der strahlt nicht besonders weit, der ist nicht besonders laut, aber man nimmt ihn wahr und er ist einfach ultimativ angenehm. Du willst einfach eintauchen. Wenn ich Prada Luna Rossa Black an einem Mann rieche, das ist einfach, oh, das ist einfach so wunderschön. Ich würde am liebsten den Julius, meinen Mann, die ganze Zeit einfach mit dem besprühen, wenn er hier in der Wohnung vorbeiläuft. Der ist wirklich einfach toll. Das ist einer, der mich absolut zum Kuscheln einlädt und der irgendwie einfach so perfekt für so intime Zweisamkeit passt. Also, das ist mal wieder der Beweis, es muss nicht immer kompliziert und komplex und wahnsinnig ausgefallen sein. Es gibt auch einfach wahnsinnig tolle, sehr simple Düfte und der Prada Luna Rossa Black ist so einer. Und dann aber als nächstes einen, wo ich schon wirklich oft gesagt habe, das ist die Frau zum Heiraten. Mont Guerlain von Guerlain ist einer der schönsten Vanilledüfte ever. Und der Lavendel macht diese Vanille eben so besonders. Wir haben auch noch Blüten im Herzen. Also der ist ganz, ganz, ganz feminin. Trotz des Lavendels, also das ist wirklich eine Kunst, Lavendel in einem Duft zu haben und die dann nicht maskulin wirken zu lassen. Aber der ist super feminin. Super süß. Der Julius mag den sehr gerne an mir. Auf dem Papier mag er nicht so gern, aber an mir riecht er ihn sehr gern. Und das beweist auch mal wieder, dass die Düfte einfach auf der Haut so ein bisschen Eigenleben auch entwickeln. Und ich finde, der ist nicht zwingendermaßen total sexy, sondern der ist eher umschließend. Der ist wärmegebend. Der ist behütend. Der hat fast so ein bisschen eine mütterliche Qualität an sich. Und es soll es nicht abtönen oder so, aber ich finde einfach, das ist ein ganz, ganz, ganz intensiv weiblicher Duft, der wahnsinnig attraktiv auf die Männer wirkt. Also da ist Guerlain mal wieder echt ein Kunststück gelungen. Von dem gibt es auch wahnsinnig viele Flenker mittlerweile. Könnt ihr euch mal anschauen. Es gibt eine floralere Version. Es gibt noch eine intensivere Version, wo die Vanille ein bisschen stärker noch kommt. Ich persönlich liebe das Eau de Parfum. Lufteindruck her, von der Performance her sind die anderen teilweise etwas besser. Aber schaut euch diese Serie mal an.
Mont Guerlain ist wirklich einer, mit dem man wenig falsch machen kann. Kann man auch gut schenken, ja? Und eignet sich perfekt für so kuschelige Zweisamkeit. Dann haben wir als nächstes einen der verführerischsten Herrendüfte überhaupt. Und ihr seht den nicht wahnsinnig oft in meinen Listen, weil der nämlich in Anführungsstrichen eine schlechte Performance hat. Also er hält sich nicht super ewig und er projiziert auch nicht super stark. Ich spreche über The One von Dolce & Gabbana. Und The One ist aber einer der schönsten Designerdüfte ever, finde ich. Der ist irgendwie vieles. Der ist ein bisschen würzig, ein bisschen erfrischend. Der hat einen Ingwer, der hat Basilikum, der hat Grapefruit. Der hat aber dann auch so wärmende Noten wie Amber und eine ganz, ganz, ganz schöne, dezente Tabaknote, die ihm dann wirklich eine schöne Maskulinität auch verleiht. Und ich finde, das ist einer der tollsten Date-Düfte überhaupt. Allerdings nicht fürs erste Date. Also nicht, wo man noch ein bisschen weiter voneinander weg sitzt, sondern eben schon eins, wo man sich vielleicht schon zwei, dreimal gesehen hat und schon am Kuscheln ist oder halt was auch immer. Der ist wunderschön, ja. Und das ist auch einer, den kann man fast nicht übersprühen. Das ist einer, wo ich wahnsinnig oft von euch gefragt werde, ob ich eine gute Alternative zu dem kenne, weil er eben so eine scheiß Performance hat. Und leider kenne ich keine gute. Also zumindest nichts, was dem Duftcharakter wahnsinnig ähnlich würde hier. Aber wenn man jetzt weiß, man trifft sich eh nur zum Kuscheln oder zum Netflix und Chillen, dann ist The One von Dolce & Gabbana wirklich spitzenmäßig. Also bessere, recht viel mehr bessere Düfte gibt es nicht für diesen Zweck. Ich liebe den. Ja, also den kann ich echt empfehlen, wenn euch der Performance-Faktor egal ist, beziehungsweise mit dem Gedanken eben, dass ihr ihn für bestimmte Zwecke nur verwenden könnt, leider. Also das wäre doch echt was, wenn Dolce & Gabbana mal eine potente Version von dem rausbringen würden. Dann sind wir als nächstes bei einem absoluten Cheapie, den ich euch schon so oft empfohlen habe. Und theoretisch wäre jetzt eigentlich wieder ein Damenduft dran, aber ich kann gar nicht sagen, dass das ein Damenduft ist, sondern der ist einfach nur unisex, der ist einfach nur gourmand und sexy und der heißt Rich Warm Addictive und ist von Zara und kostet 13 Euro. Hat auch, wie der The One, eine echt schlechte Performance, aber ist halt so günstig, deswegen ist es nicht ganz so tragisch und eignet sich eben umso besser für die Netflix- und Chill-Momente, die man so hat. Ich liebe den. Ich liebe den wirklich. Der ist so schön. Der hat so eine schöne Rumnote und ich meine auch, ich rieche da Kokos, auch wenn Kokos nie in den Noten drin steht. Pfingstrose und Vanille haben wir. Und mir läuft gerade schon wieder das Wasser im Mund zusammen, weil er einfach so gut ist. Lasst euch nicht irritieren von dem Wort Tobacco Collection. Das klingt erstens so männlich und zweitens nach, als wäre Tabak drin. Da ist aber kein Tabak drin. Der ist einfach nur rich und warm und addictive. Und einer, von dem man auch echt nicht eigentlich zu viel sprühen kann, der nie jemandem zu viel wird und der einfach so perfekt zum Kuscheln passt. Und sowohl Männer und Frauen können den wirklich gleichwertig tragen. Könnt ihr auch beide tragen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann hat jeder von euch was davon. Und ja, ich finde, das ist einer der wirklich besten Zara-Düfte, wenn nicht der beste Zara-Duft überhaupt. Dann haben wir als nächstes einen Replica-Duft, und zwar nicht bei The Fireplace, weil den finde ich zum Kuscheln tatsächlich ein bisschen zu heftig. Wir haben einen, der so ein bisschen das Kopfkino auch anschmeißt. Und zwar heißt er Whispers in the Library. Und das ist so ein sinnlicher Duft. Der ist, wie gesagt, nicht unbedingt sexy, der ist sinnlich. Und zwar soll der sozusagen das Flüstern in einer Bibliothek simulieren. Und der ist nicht ganz so süß wie die anderen Düfte, die ich euch bisher gezeigt habe. Oder zumindest nicht so süß wie der Rich Warm Addictive. Sondern der hat so eine schöne Pfeffrigkeit zusammen mit einer ganz schönen Zederholznote, Tonkabohne und einer tollen Vanille. Also der versucht tatsächlich so ein bisschen einen Papiercharakter wieder zu spiegeln. Ich finde allerdings, so nach den ersten 10 Minuten wird der wahnsinnig anziehend und sinnlich. Und auch der strahlt nicht besonders weit aus, hält sich aber ganz okay. Und ich finde, das ist so ein Duft, der zum Kuscheln wahnsinnig angenehm ist. Also das ist der Duft, den ihr tragt, wenn ihr nicht mehr verführen müsst, sondern schon verführt habt. Also das ist irgendwie der Duft, den ich in einer
schon bereits existierenden Partnerschaft tragen würde. Also nicht auf ein Date zwingend, sondern eher so kuscheln mit meinem Mann, ja, weil der ist so, ach, der gibt irgendwie Nostalgie-Vibes und der hat diese schöne, wunderbare Pfeffrigkeit, die gibt's auch so ein bisschen Geborgenheit, ohne dass es irgendwie zu drückend wird. Der ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig angenehm und einer meiner liebsten Replicas, ja, eine meiner drei liebsten. Und ihr seht ja, in dem ist schon fast nichts mehr drin. Also, wenn der leer wird, werde ich mir den nachkaufen. So gut finde ich den. Und das ist eine Entscheidung, die ich nicht leichtfertig treffe, weil mit so vielen Düften, die ich habe, die wollen auch alle getragen werden. Aber das ist irgendwie einer, ohne den kann ich mir nicht mehr vorstellen zu sein. Der ist einfach wunderschön. Ist er eher feminin, eher maskulin? Keins von beiden. Der ist perfekt unisex, den können wunderbar Männer und wunderbar Frauen tragen. Jetzt kommt allerdings einer, den schon ich hauptsächlich an Frauen sehen würde und der dem Julius auch wahnsinnig gut gefällt. Das ist der Terracotta Le Parfum von schon wieder Guerlain. Guerlain macht irgendwie gute Kuscheldüfte, kommt mir vor. Und der ist aber überhaupt nicht winterlich. Der ist sommerlich und zwar so retro-sommerlich. Der gibt das Gefühl, auf einer italienischen Insel zu sein. Braungebrannte Haut, ein bisschen Sonnencreme-Aroma noch, hat Kokosnuss mit drin und eine starke Tiare-Blume. Der ist wunderschön. Eine Vanille in der Basis und einen ganz starken Ylang Ylang. Habe ich das schon gesagt? Ylang Ylang und Tiare sind so die beiden Blüten, die am meisten rauskommen. Und ich finde halt, der hat irgendwie schon sowas, sowas Fleischliches. Also halt so von, ich weiß nicht, man riecht irgendwie so die braungebrannte Haut, so den Geruch, den Haut hat, wenn sie schon so ein bisschen eben, nicht angekokelt, aber halt so von der Sonne berührt wurde. Ein bisschen Sonnencreme-Aroma und so vielleicht sogar so ein bisschen eine minimale Schweißnote, aber kein Stinkeschweiß, sondern eher so der Schweiß von, wenn man halt den ganzen Tag am Strand war. Also den finde ich deswegen extrem sexy und sinnlich. Manche Leute nehmen den auch als eher reif wahr, das müsste ich auch dazu sagen. Also ich glaube, bei dem ist es tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie man an den rangeht und was man sich erwartet. Weil ich glaube, der kann viele Dinge sein für viele Leute. Aber ich finde den wirklich wunderschön und das ist eben so ein Sommerkuschelduft. Weil man will ja nicht nur im Winter kuscheln, im Sommer muss... ist ja auch mal schön. Deswegen für den Sommer empfehle ich euch Terracotta Le Parfum. Und natürlich kann diese Liste überhaupt nicht stattfinden ohne einen meiner Lieblingsherrendüfte. Und zwar den Le Male Le Parfum. Den schwarzen Le Male. Das ist einer der tollsten, sexiesten Herrendüfte ever. So schön. Wir haben Kardamom, Lavendel, Iris, Vanille und Hölzer. Und da fehlt... ausnahmsweise, zumindest laut Noten, mal die Le Male obligatorische Tonkabohne. Tut ihm aber keinen Abbruch. Also der ist trotzdem wahnsinnig weich und smooth und so ein bisschen dunkel und einfach ultra verführerisch. So wahnsinnig schön, würzig, einladend, warm, ein bisschen dunkel, also ein bisschen, würde ich sagen, gefährlicher als jetzt die anderen, die ich euch so gezeigt habe. Zumindest macht er diesen Eindruck. Also der ist ein bisschen mehr... Bad Boy. Aber so nicht so richtig, sondern halt so... ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wohin dieser Gedankengang führt. Aber auf alle Fälle super verführerisch. Also definitiv ein Date-Duft auch. Nicht nur zum Kuscheln, sondern auch zum Daten. Ein Date, das dann in einer Kuschelorgie endet vielleicht. Ja, der ist schon wahnsinnig toll. Also... ich liebe Le Male Le Parfum und ich finde nach wie vor, das ist eins der besten Designer-Releases aus den letzten Jahren. Also mit dem kann man einfach nichts falsch machen. Und ich glaube, dass es kaum eine Frau geben wird, der Le Male nicht gefällt. So, und jetzt kommt ein Damenduft, um den tanze ich jetzt bald schon jahrelang herum. Der ist aus der exklusiven Maison Lancôme-Reihe und ich glaube, ich habe euch den noch nie vorgestellt. Aber das ist einer, der schon so oft immer wieder auf meine Wunschliste gerutscht ist und dann irgendwie immer wieder nach hinten priorisiert wurde. Es ist der Iris Dragée von Maison Lancôme. Und
Ich finde eben, das ist ein wahnsinnig toller Kuschelduft. Ein sehr spezieller. Und zwar haben wir eigentlich hauptsächlich Irisnoten und eine Dragee-Note. Also so eine Sahne-Bonbon-Note. Ganz, ganz weich, süß, cremig, bisschen milchig, nicht zu milchig, sondern einfach super angenehm. Und der kommt auch in einer so wunderschönen Flasche. Ich glaube, dass das ein Top-Kuschelduft wäre. Weil der ist von der Performance auch genau im Sweet Spot. Also nicht zu leise, nicht zu laut. Präsent, aber nicht überwältigend. Und wer so auf so, ich sag mal, wer auf Werthers Echte steht, ich denke, dem würde Iris Dragees auch wahnsinnig gut gefallen. Iris müsste natürlich auch mögen, aber wer mag keine Iris? Keine Ahnung. Iris ist natürlich auch stark vertreten, macht den Duft sehr pudrig, sehr fein. Ich finde, Iris ist eine der edelsten Blüten überhaupt und der ist definitiv ein bisschen reifer. Also den sehe ich nicht so sehr an jungen Damen oder an jungen Mädels, sondern eher so ab 25, 30 würde ich sagen. Wahnsinnig schön, hat Klasse definitiv. Ist aber trotzdem Kuschelduft. Ist trotzdem süß, ist trotzdem gourmand, lädt ein zum Näherkommen. So, und dann haben wir für die Herren natürlich den, ich nenne ihn einfach jetzt den Harrod Killer. Ich kann euch den Harrod jetzt nicht mehr guten Gewissens zeigen, nachdem ich diesen Duft entdeckt habe. Dank einem von euch übrigens. Und der heißt Divine Vanille von Essential Parfum. Und der riecht zu 95% wie der Harrod. Also sprich, ein bisschen kirschig. Osmanthus Tabak, süß, gourmand, smoky, einfach so, so, so ein Frauenfänger ist es. Ich finde es einer der schönsten Düfte ever. Und der hat auch eine bisschen schlechtere Haltbarkeit als der Harrod, was ihn wieder wahnsinnig geeignet zum Kuscheln macht. Weil zum Beispiel den Harrod, den ich da im Regal stehen habe, der wäre ein bisschen viel aus der Nähe. Der performt noch sehr gut. Aber der Divine Vanille ist erstens viel günstiger und zweitens riecht er genauso gut und ich werde nicht müde von dem. Also den könnte ich wirklich jeden Tag meines Lebens riechen. So schön. Und ich mag das halt, wenn Herrendüfte, die so ein bisschen in die süße Richtung gehen, auch gleichzeitig wieder ein Gegengewicht kriegen durch Tabaknoten. Ich finde, das holt die wieder ganz schön in die Maskulinität zurück. Wobei den natürlich auch echt Frauen tragen können. Also auch den Harrod, ja. Aber ich denke einfach, dass das so ein richtiger Catnip für Frauen ist. Der ist irgendwie vielschichtig, komplex, bisschen geheimnisvoll. Das ist der geheimnisvolle Typ, ja. Und super für Dates, super zum Schmusen, zum Kuscheln, zum Liebhaben, zum schöne Stunden verbringen. Und ja, also mit Divine Vanille kann man nichts falsch machen. Der ist eine Bank. Und dann habe ich noch einen, habe ich lange überlegt, ob ich nicht einfach einen anderen nehmen soll, weil ich schäme mich ein bisschen, euch den jetzt zu zeigen, weil ich habe nämlich schon mal ein Video gemacht, das hieß, warum ich mir den nicht kaufe. Und ich spreche natürlich über Angel's Share von Killian. Sorry, ich habe einen Frosch im Hals. Angel's Share von Killian. Mein Gott, dieser Duft, der verfolgt mich irgendwie. Ich habe ja in meinem Video damals gesagt, dass es ein wahnsinnig toller Duft ist, wo die Zimtnote mir etwas zu dominant ist. Es ist ein Cognac-Duft mit Eichenholz oder Eichenfass-Aroma, könnte man sagen, und ganz vielen schönen Gourmand-Noten. Also wirklich einer der ganz, ganz meisterhaft gemachten Gourmands. Auch ein wunderschöner Flakon, auch der Name passt super ins Konzept. Angel's Share ist immer diese kleine Menge, die in der Cognac-Herstellung verdunstet sozusagen. Und dadurch, dass die dann im Fass fehlt, sagt man, das ist sozusagen der Angel's Share, also die Gabe an die Engel, was irgendwie eine süße Vorstellung ist. Und ach ja, ich hätte es mir einfach machen können und einfach einen anderen Duft nehmen, aber ich bin überzeugt von dem. Ich finde den super, ich finde, der ist so toll zum Kuscheln. Und ich verrate euch ein Geheimnis, der ist gerade unterwegs zu mir. Ich habe ihn jetzt doch gekauft. Also selber von meinem eigenen Geld. Ich habe nicht irgendwie zugeschickt bekommen, sondern ich habe tatsächlich meine Meinung geändert. Und an der Stelle sage ich einfach nur, was mein Papa mein Leben lang immer zu mir gesagt hat. Nur der Narr ändert seine Meinung nie. Und ich wurde irgendwie bekehrt. Ich weiß nicht, ich habe ihn einfach noch öfter gerochen jetzt. Und er ist, ich fand ihn ja
von Anfang an schon wunderschön. Also mir war einfach nur diese Zimtnote ein bisschen zu viel. Aber irgendwie habe ich mich jetzt angefreundet mit der. Ich habe mich jetzt gewöhnt. Und das ist allerdings einer, den würde ich nicht unmittelbar vorm Schmusen aufsprühen, weil er doch im Gegensatz zu den anderen Düften, die ich euch heute gezeigt habe, eine wirklich, wirklich starke Performance hat. Das heißt, das ist einer, da würde ich sagen, sprüht ihn 3 Stunden vorm Date auf. Ja? 3 Stunden davor, dann ist der in so einem richtig schönen Sweet Spot, dann ist der schon getrocknet und der hält sich nämlich ewig, bleibt ewig auf eurer Haut, aber er ist dann einfach nicht mehr ganz so laut. Und ja, den trage ich jetzt momentan oft und würde ich sagen, ist eher ein Herren- oder ein Damenduft. Ich finde ihn extrem unisex. Ich finde so Cognac-Noten oder Rum-Noten generell ziehen Düfte manchmal leicht in die maskuline Richtung. Aber würde ich jetzt bei dem... Doch, wahrscheinlich würden die meisten Leute sagen, er ist vielleicht eher maskulin als feminin. Ganz leicht vielleicht. Aber können Frauen ohne Probleme tragen. Ist einfach super schön. Super schön. Angel Share von Kilian. Der wird jetzt tatsächlich mein erster Kilian-Flakon. Normalerweise sage ich jetzt immer so, ihr Lieben, das war's. Aber das war es heute noch nicht, weil wir machen heute unser Giveaway. Und zwar das letzte Mal. Das Giveaway wird ja ermöglicht vom Herbert Stricker, der mir die Düfte für euch zur Verfügung stellt, damit ich sie an euch verschenken darf. Ich verschenke heute noch einen Herbapura, einen Naxos so, und einen Tant de Neige von Lorenzo Villoresi. Und wie immer müsst ihr ja eine Frage beantworten und jedes Mal überlege ich mir die Frage nicht vorher, sondern erst, wenn ich filme, was total bescheuert ist. Lass mich mal kurz überlegen. Ah ja, was ist euer Lieblingskuschelduft für schöne Stunden zu zweit? Schreibt mir doch das in die Kommentare, zusammen mit dem Hashtag des Dufts, den ihr gewinnen wollt. Also entweder Hashtag Naxos, Hashtag Herbapura, Hashtag Tant de Neige. Und ihr wisst ja, wie immer läuft das Giveaway 24 Stunden. Danach lose ich 3 Gewinner aus. Ihr seht die Auslosungen auch immer auf meinen Insta-Stories. Und ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Noch irgendeine Info? Das sind Tester, die kommen nicht in der originalen Serjoff bzw. Lorenzo Villoresi-Verpackung, sondern die kommen in einem anderen Kartönchen. Die haben auch so einen Testeraufkleber hier drauf, aber der Duft ist derselbe wie immer. Und jetzt wäre mir beinahe schon wieder der Naxos runtergefallen. Das wäre jetzt echt das 3. Mal. Aber nein, dieses Mal nicht. Habe ihn noch gehalten. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Ich wünsche euch viel Glück und ich freue mich natürlich total auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.